Sehr geehrter Herr Dr. Schultheiß, sehr geehrter Herr Kühnlenz, liebe Mitglieder des Fördervereins Goethe-Stadt-Museum, liebe Mitglieder des Vereins Ilmenauer Porzellantradition, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Goethe-Stadt-Museums, sehr geehrte Damen und Herren. Im August wandte sich die Museumsleiterin Frau Kunze mit einer Einladung zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung an mich und leitete ihre Anfrage ein mit: Sicher können Sie sich noch an unsere Begegnung mit Herrn Minister Hoff im Goethe-Stadt-Museum Ilmenau erinnern. Und natürlich, liebe Frau Kunze, ist mir dieser Besuch bei Ihnen vor 2 Jahren in sehr guter Erinnerung. Damals hatten Sie gerade eine Sonderausstellung des Rügen-Keramikers Wilhelm Löber auf die Beine gestellt. Und nun, pünktlich zum Wochenende des Thüringer Porzellans, rücken Sie das weiße Gold weiter in den Fokus, organisieren einen Porzellanflohmarkt, Porzelliner stehen für Fragen zur Verfügung und Sie eröffnen die neue Sonderausstellung Glanzstücke der Ilmenauer Porzellanfabrik von 1871 bis 1971. Ich freue mich sehr, dass dieses für Thüringen so bedeutende, ja in vielen Teilen des Freistaats sogar identitätsstiftende Gut bei Ihnen diese besondere Aufmerksamkeit erfährt. Wohl in kaum einem anderen häuslichen Gebrauchsgut ist so viel Kulturgeschichte drin wie in den Geschirren unserer Schränke. Und kaum ein anderes Gut spiegelt die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft so wider wie das Porzellan. In ihm zeigen sich Absolutismus und Herrschaftsanspruch des Adels, der Aufschwung des Bürgertums und die folgende Übernahme durch das selbsternannte Proletariat. Aber auch stilistische und profane Kunst- und Geschmacksströmungen sowie die Allgemeingutwerdung eines der ehemals begehrtesten Güter auf dieser Welt. Über Jahrhunderte war das weiße Gold ja, welches wirklich mit dem Edelmetall aufgewogen wurde, nicht verkäuflich. Es wurde als diplomatische Gabe, als Zeichen großer Wertschätzung verschenkt und spiegelte den Wohlstand sowohl des Gebenden als auch des Nehmenden wider. Das weiße Gold wurde aber, wie Sie alle in Ilmenau vermutlich wissen, nicht nur einmal von den Chinesen erfunden, sondern Anfang des 18. Jahrhunderts gelang es einem Thüringer, dem Schleizer Alchemisten, Chemiker und Erfinder Johann Friedrich Böttcher in Sachsen, Porzellan herzustellen. Und wenige Jahrzehnte später hatten erste Thüringer Unternehmen, damals noch im fürstlichen Auftrag zur Füllung derer Kassen, ebenfalls das weiße Gold neu erfunden. Im 19. Jahrhundert setzte ein wahrer Gründerboom in Thüringen ein. Mit rund 900 Fabriken und knapp 16.000 Mitarbeitern gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Thüringen zum Zentrum der Porzellanproduktion in Europa. Die thüringischen Porzellanerzeugnisse fanden sich nicht nur in deutschen Wohnzimmern, sondern deckten bald auch Tische in der ganzen Welt. Bereits 1777 entstand in Ilmenau die erste Porzellanmanufaktur. Knapp 100 Jahre später, im Jahr 1871, wurde mit der Ilmenauer Porzellanfabrik AG die erste Aktiengesellschaft Thüringens gegründet. Das Unternehmen entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem modernen Porzellanwerk, in dem vor allem mit Formen und unterschiedlichen Glasuren experimentiert wurde. Die nächsten 100 Jahre sollten neben der künstlerischen auch die politische und wirtschaftliche Entwicklung Thüringens widerspiegeln. Der Erste Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise hatten weitreichende Folgen für das exportorientierte Unternehmen. Erst mit der Umstellung der Produktion von preiswerten Exportporzellan auf Qualitätsporzellan vollzog man Anfang der 30er Jahre eine Wende. In den ersten Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs wurde dann fast ausschließlich für die Reparationsleistungen an die Sowjetunion produziert, später auch für den weltweiten Export. Und nur ein Bruchteil blieb schließlich im eigenen Land. Mit der heutigen Eröffnung der Sonderausstellung von Glanzstücken der Ilmenauer Porzellanfabrik zwischen 1871 und 1971 lassen wir diese 100 Jahre Porzellan gewordene Kulturgeschichte Revue passieren. Große Namen wie beispielsweise Max Renner und Robert Richter sind damit verbunden. Bedeutende Modelleure und Formgestalter haben ihre Spuren hinterlassen und leben noch heute in unseren Schränken und Vitrinen fort. Viele der heute gezeigten Ausstellungsstücke gelangten erst vor kurzem als großzügige Schenkung von Michael Kühnlenz sowie dem Förderverein Goethe-Stadt-Museum Ilmenau e.V. in die Museumssammlung.
Und ich habe mich auf der Internetseite des Vereins um Herrn Kühnlenz, dem Verein Immenauer Porzellantradition e.V., ein wenig umgesehen. Und vielleicht kann ich vor dem Hintergrund Ihrer großzügigen Schenkung, lieber Herr Kühnlenz, etwas zurückgeben, wenn ich auf Ihren Aufruf hinweise, wonach Sie noch Dokumente wie Rückblicke auf das Arbeitsleben und Stücke aus der Produktion des VEB Henneberg Porzellan bzw. seiner Vorgänger und Nachfolger für Ihre Ausstellungsräume suchen. Den Stiftern gehört auch deshalb mein besonderer Dank, weil durch ihre Gaben die wechselvolle Geschichte der Immenauer Porzellanherstellung besonders rund und erlebbar wird. Damit ist die Sonderausstellung auch ein toller Beitrag Immenaus zu den Tagen des Thüringer Porzellans. Und auch deshalb unterstützen wir als Land Thüringen diese Ausstellung sehr gern. Ich bin mir sicher, dass Sie glanzvolle Tage des Thüringer Porzellans in Immenau erleben können, für die ich allen Mitwirkenden sehr herzlich danke. Der Sonderausstellung wünsche ich zahlreiche Besucherinnen und Besucher und sende ganz herzliche Grüße nach Immenau. Sehr geehrte Gäste, am Samstag, den 2. Oktober, wird unsere neue Sonderausstellung Glanzstücke der Immenauer Porzellanfabrik von 1871 bis 1971 hier im Goethe-Stadt-Museum Immenau eröffnet. Es ist zugleich der Tag, an dem Aktivitäten zum Thüringer Porzellan allgemein hier stattfinden. Es ist der sogenannte Aktionstag Thüringer Porzellan. Immenau bringt sich in diesen Aktionstag in verschiedener Weise ein, unter anderem auch mit Aktivitäten des Vereins Immenauer Porzellantradition e.V. Die Ausstellung, die hier in unserem Museum am Samstag eröffnet wird, zeigt eine 100-jährige Firmengeschichte. Diese Firmengeschichte beginnt viel früher, bereits im Jahre 1777. Zu dieser Zeit hatte Christian Zacharias Grebner als erster eine Porzellanfabrik in Immenau gegründet. Der Erfurter Kaufmann Hermann Störke hatte die Idee der Gründung einer Aktiengesellschaft hier in Immenau. Er benötigte für sein Unterfangen zahlreiche Investoren und innovative Ideen. Ein Mitstreiter war Hermann Naumann, ein Mitbesitzer einer Immenauer Spielwarenfabrik. Auch zahlreiche andere Investoren fanden sich zur Gründung dieser neuen Porzellanfabrik, die am 20. Juli 1871 gegründet wurde und den Namen Immenauer Porzellanfabrik AG trug. Man krempelte das Unternehmen gründlich um, man modernisierte und vor allem die Absatzmärkte wurden stark erweitert. Das bedeutete, dass man sich neue Absatzmärkte in Großbritannien und den USA erschloss. Der Titel der Ausstellung Glanzstücke der Immenauer Porzellanfabrik ist hier im eigentlichen Sinne gemeint, denn bei den Produkten handelte es sich tatsächlich um sehr glänzendes Porzellan mit Lüsterglasuren, mit Goldglasuren, auf die die Fabrik auch Patente entwickelte. Diese Glanzstücke waren auch oftmals Nippes und Billigporzellan, das vor allem nach Großbritannien und in die USA exportiert wurde. Auch im Ersten Weltkrieg konnte die Produktion in der Immenauer Porzellanfabrik AG weitergehen. In der Anfangszeit wirkte vor allem ein Formgestalter in der Immenauer Fabrik. Sein Name war Robert Richter und er bevorzugte die typischen Formen der Zeit des Jugendstils, nämlich astartig geformte Henkel, floralen, aufgelegten Schmuck. Und es gab auch die sogenannten Tassen mit Brokat-Konditor-Muster, die also sehr üppig gestaltet waren. Hier kam nicht nur das Gold zur Wirkung, sondern auch noch ein aufgelegter, reliefartiger Dekor. Aber es gab auch andere Produkte. Kein geringerer als Henry van der Velde hatte eine kurze Zeit einige Produkte für die Immenauer Porzellanfabrik AG entwickelt. Diese können wir aber leider in unserer Sonderausstellung nicht zeigen, weil wir kein Stück davon verifizieren können. Auch im Ersten Weltkrieg konnte die Manufaktur arbeiten und weiterhin ihre Produkte herstellen.
Aber spätestens im Jahr 1928 mit Beginn der Weltwirtschaftskrise änderte sich auch vieles hier im Ilmenauer Porzellanunternehmen. Man war nicht mehr konkurrenzfähig und die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise waren natürlich auch bei dem Käuferklientel zu spüren. Ein neuer Direktor sollte ganz neue Erfahrungen mitbringen und das Unternehmen wieder zur Rentabilität führen. Das war Emil Lendner. Er trat 1934 in den Betrieb ein. Emil Lendner hatte weitreichende Erfahrungen in anderen Manufakturen wie Selb oder Karlsbad oder gar in der staatlichen Porzellanmanufaktur in Meißen gesammelt. In Meißen ist er sogar Handelsdirektor gewesen. Nun, als er nach Ilmenau kam, war es sein Anliegen, zunächst die Werbemaßnahmen und die Öffentlichkeitsarbeit für dieses Unternehmen zu erhöhen. Das Ilmenauer Porzellan sollte bekannter werden. Und um es bekannter zu machen, hatte er den Vorschlag, eine neue Marke zu kreieren. Diese Marke wurde 1936 in das Handelsregister eingetragen. Und erstmals trugen die Produkte den Namen Graf von Henneberg 1777. Diesen Schriftzug bekrönte ein Wappen, das die Henne auf dem Dreiberg zeigt, das Wappentier der Henneberger, die einst über die Stadt Ilmenau regierten. Der Konkurrenz zum Trotz wurde diese Marke durchgesetzt und es war ein durchschlagender Erfolg. Aber nicht nur das. Emil Lendner setzte neue Akzente in der Produktentwicklung und er orientierte sich vor allem am Binnenmarkt und nicht mehr so sehr am Exportgeschäft, wie es seine Vorgänger taten. Der Binnenmarkt hatte aber ganz andere Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sollten nun erfüllt werden. Die Formgestalter Robert Richter und Max Renner trugen erheblich dazu bei. Max Renner arbeitete insgesamt 43 Jahre als Modelleur, Formgestalter und später auch technischer Leiter in der Porzellanfabrik in Ilmenau. Die Produkte waren nun nicht mehr so stark überdekoriert. Es gab innovative Formen, aber auch Kobaltblau und Gold waren zu diesem Zeitpunkt noch sehr beliebt. Ich möchte hierzu kurz ein kleines Zitat von Emil Lendner vortragen, der seine Produkte folgendermaßen beschrieb oder umschrieb. Überladenheit ist nicht vornehm, aber das Schlichte bedarf zu seiner Ergänzung des Reichen, das Einfarbige des Bunten, das Bunte hinwieder des Einfarbigen. Auf ein schlichtes Kleid gehört ein Ausputz oder noch besser ein edles Schmuckstück, das nicht zwischen Rüschen und Bändern untergehen darf. Im schlichten matten Gold sitzt der facettierte, blitzende Stein. Schlichte beruht auf Schönheit, das Anheimelnde, die Gemütlichkeit des Heims. Auch das Heim bedarf da und dort einiger weniger Schmuckstücke. Diese Gemütlichkeit ist genau das, was die Produkte ausdrücken sollten, die hier in der Porzellanfabrik in Ilmenau hergestellt wurden. Sie sollten die Tafel des gutbürgerlichen Tisches decken. Sie sollten für die gute Mittelschicht auch finanziell erreichbar sein. Und sie sollten vor allem auch dekorative Zwecke erfüllen. Diese Produkte können Sie in ihrer Vielfalt in unserer Ausstellung bewundern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann die Fabrik enteignet. Im Jahre 1948 wurde aus der Ilmenauer Porzellanfabrik AG ein volkseigener Betrieb. Und es ist erstaunlich, dass bis in Mitte der 50er Jahre die Produkte kaum an Gestalt, Form, Dekor sich von denen der 1930er Jahre unterschieden. Man muss dazu sagen, dass es Erfolgsserien dieser Produkte gab. Dazu gehörte vor allem das Service Edelweiß, das die Formgestalter Robert Richter und Max Renner entworfen hatten und das 1931 eine Silbermedaille auf der Weltausstellung in Paris erhielt. Auch andere Produkte erhielten Auszeichnungen.
Diese Auszeichnungen trugen auch dazu bei, den Beliebtheitsgrad zu erhöhen. Man muss aber auch dabei bedenken, dass die Fabrik grundsätzlich weiterhin ökonomisch arbeiten musste und dass man im ersten und im allerersten Sinn immer auf Ökonomie orientiert war. Wenn man den dritten Ausstellungsraum betrachtet, den Raum, in dem man die Produkte der 1940er bis 50er Jahre sieht, wird man feststellen, dass sie sich tatsächlich kaum von den Produkten der 30er Jahre unterscheiden. Wir haben Neuauflagen alter Serien. Beliebt waren vor allem Mokka-Service mit den Namen Valeria, Helena, Turkia, Orient oder Karin. Aber auch Services mit den Namen Alte Zeit, Neue Zeit oder Goethezeit waren wichtige Produkte, die über den gesamten Zeitablauf hergestellt wurden. Wenn man sich das Service Goethezeit betrachtet, so stellt man fest, dass es sich um eine Form des 19. Jahrhunderts handelt. Dass er sinnigerweise Goethezeit nannte, ist recht merkwürdig, denn Goethe mochte diese oval- bzw. gebauchte Form überhaupt nicht. Goethe selbst bevorzugte die rein klassizistische, strenge, zylindrische Form bei Kaffeeservices. Das wissen wir. Aber dennoch, man hatte sich orientiert am Zeitgeschmack auch des 19. Jahrhunderts und sogar auch des 18. Jahrhunderts. Wir sehen also, dass die Tradition dieses altehrwürdigen Unternehmens immer wieder in die Produktpalette einfloss. Aber in den 50er Jahren entwickelte sich auch ein Gegenpol zu all diesem traditionsreichen Porzellan. Dabei handelte es sich um formschönes Design, das vor allem auf geometrische Grundformen reduziert war, das wieder dem Materialporzellan entsprach, das den weißen Glanz dieses wunderbaren Materials zum Ausdruck brachte und vor allem auch die Transparenz dieses einmaligen Materials, das wir auch als weißes Gold bezeichnen. Formgestalter und Designer der DDR arbeiteten für die Ilmenauer Porzellanfabrik bzw. dann für diesen VEB-Betrieb. Und hier war es vor allem das Service von Ilse Decho mit dem Namen Daphne, was für Furore und großes Aufsehen sorgte. Dieses Service schuf sie 1962. Es ist ein Service, das rein weiß gestaltet sein sollte und das Muster ist in die Form hineingearbeitet als ein reliefiertes Waffelmuster. Ilse Decho legte sehr großen Wert darauf, dass dieses Service nicht zusätzlich dekoriert wird. Die Ilmenauer hielten sich nicht an diesen Vorschlag und so finden wir auch Mokka- und Kaffeeservices mit der Bezeichnung Daphne, die mit kleinen goldenen Blumensträußen dekoriert worden sind. Aber zunächst sollte dieses Service gar nicht in Serie gehen, denn man hatte den Eindruck, dass es sich weder im In- noch im Ausland verkaufen lässt. Aber man irrte sich. Vor allem im Ausland hatte man großes Interesse an diesem Service. Ilse Decho bekam verschiedene Auszeichnungen, nicht nur für ihr Service Daphne, was übrigens so viel wie Lorbeer heißt, sondern auch für ihre Produkte aus Glas. Sie war vertreten auf Messen in Mailand und in Faenza und auch in München. Und sie hat 1962 die Goldmedaille für ihr Service Daphne auf der Leipziger Messe erhalten. Aber auch Designer wie Walter Winkler oder Margarete Jani prägten die Zeit der 1950er und 60er Jahre. Margarete Jani, eine Berliner Designerin, schuf eine formschöne Vase für das Porzellanwerk in Ilmenau. Werner Winkler war ebenfalls ein Modellieur und Formgestalter aus Gräfenthal, der vor allem freikünstlerisch arbeitete und auch dem Verband der bildenden Künstler der DDR angehörte. Er stach mit seinem Service Halka hervor, das ebenfalls eine Goldmedaille auf einer Leipziger Messe erhielt. Dieses Service hat eine
besonders schlichte Form und der Scherben ist hauchdünn und transparent. Dieses Service können Sie mit 3 verschiedenen Dekorierungen in unserer Sonderausstellung bewundern. An diesem Punkt endet eigentlich unsere Sonderausstellung, denn die Geschichte des Porzellanwerks in Ilmenau geht noch weiter. Zwischen 1969 und 1973 entstand ein neues, modernes Porzellanwerk hier in Ilmenau am Eichicht. Diese Geschichte dieses Porzellanwerks erzählen wir in unserer Ausstellung nicht. Das wird Gegenstand einer anderen Sonderausstellung zu einem anderen Zeitpunkt sein. Sehr verehrte Gäste, ich lade Sie nun herzlich ein, die Ausstellung Glanzstücke der Ilmenauer Porzellanfabrik in all ihrem Glanz hier im Goethe-Stadtmuseum Ilmenau zu besichtigen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit immer nur 10 Personen gleichzeitig in unser Museum einlassen können, aufgrund der noch derzeitigen Hygienebestimmungen bedingt durch Covid-19.